Hallo und herzlich willkommen zum letzten Mal, sage ich heute, hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von Abu Dhabi. Ist das letzte Rennen diese Season. Wie bereits erwähnt in Abu Dhabi und das letzte Mal, dass ich F1 2018 höchstwahrscheinlich spielen werde oder kommentieren werde. In ein paar Wochen wird es dann nicht mal losgehen mit der neuen Season. Ja, die heute mitfahren sind Silas, Falsche Hase, Phil, der Wolf, Lucky, ein Ersatzfahrer für die neue Season, Galahad, der bei McLaren Just for Fun mitfährt und Negi. Ja. Zu Abu Dhabi, die Strecke gibt es seit 2010 im Rennkalender und ja, schauen wir mal. Gibt viele Kurven. So. Da sehen wir auch schon, dass die ersten hier rausfahren. Da sehen wir unter anderem auch Negi und Silas und die sind jetzt in ihrer Inlap mit den roten Reifen. Machen wir auch mal die Rundendaten rein, da sehen wir auch die Reifen, die Supersofts. Noch Supersofts sind dann vom Einzelnen, sind dann andere Farben. Das sind dann die Medium Scapes zum Beispiel und die normalen Softs rot. Zusammen so leichten vom Einzelnen ja so dann und ja. So, da sehen wir auch schon, wenn wir mal genau hinschauen, dass Silas, Falsche Hase, Phil und Negi mit den Supersofts starten und der Lucky und Galahad und der Wolf wollen versuchen, mit den Hypersofts direkt erstmal vielleicht auch eine gute Zeit zu setzen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mal schauen, ob die aufgeht. Jetzt schon direkt eine gute Zeit setzen und Negi nimmt den Pöller mit. Eieiei, noch ein Pöller mit. Ja, zur Wetterlage, ich gehe mal davon aus, dass wir keinen Regen sehen werden. Das wäre schon äußerst kurios, aber es gibt nichts, was nicht unmöglich ist. Ja. Ich bin auch gespannt, wie er gewinnen kann. Letzte Woche in Brasilien hat er der Wolf gewonnen. In meinen Augen zwar auch verdient, auch mit Beihilfe von glücklichen Umständen, aber er hat gewonnen in Brasilien. Mal schauen, ob er es heute Winter machen kann. Aber laut seiner Prediction ist ja Brasilien eine seiner stärkeren Strecken und Abu Dhabi eher nicht so eine seiner Strecken. Deswegen sehe ich vielleicht Phil im Vorteil, Negi auch, Silas definitiv, Falsche Hase kann vielleicht auch seine Außenseiterchancen leicht nutzen, wenn er es hinkriegt, je nachdem. Und es gibt schon direkt eine gelbe Flagge in Sektor 1. Oh, da sehen wir Silas rechts erst gegen die Wand gekommen. Ja, also dann sehen wir das höchstwahrscheinlich vom letzten Platz. Es sei denn, es gibt mal 5 Platz Quidstrafen hier und sonstiges. Kurzeinhalb Minuten, ja, zum Wetter ebenfalls. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier Regen sehen werden. Wir werden hier Sonnenschein sehen und ja, dabei wird es, denke ich mal, auch bleiben im Qualifying und im Rennen. Hallo. Also, Sie das im ersten Sektor wahrscheinlich gegen die Wand gekommen. Ich habe es minimal gesehen. Was ist passiert? Ja, mein Heckflügel ist in der Einführungsrunde kaputt gegangen und stand dauerhaft offen. So. Das ist bei mir und dann habe ich mich gedreht in die Wand. Ich wollte es probieren und das hat. Eimer. Ja, das ist. Aspirin. Ja, Aspirin, ja. Die Menge an konsumierend Aspirin. Ja, okay. Bei mir läuft. Ja, ich höre schon die krassen Hintergrundgeräusche. Noch bin ich Erster. Ja, noch bist du Erster. Mal schauen, aber Negi wird jetzt gleich eine Zeit setzen. Es sei denn, die ist unwürdig. Schauen wir mal. Was denkst du, was ist generell zum Trainer, wo du jetzt höchstwahrscheinlich vom letzten Platz starten wirst? Was? Ich hab jetzt gar nicht zugehört. Was denkst du, was jetzt eigentlich noch drin ist? Also generell, was die Prediction ist auf die Strecke, bevor du die dich rausmanövriert hast. Also wenn ich mir gerade Falsche Hase angucke, mindestens Sechster. Ja. Also, Falsche Hase ist hinter mir. Nein, okay. Das ist ein bisschen lastend für dich. Ja. Aber jetzt sehen wir mal Toro Rosso und der Wolf im Red Bull. Setzen ja auch schon mal Zeit in 1,37er Bereich. Vielleicht machen ja auch einige die Silvia und machen 5 Platz Rückstrafe. Ist immer noch eine Möglichkeit, ich sag mal so wahrscheinlich Siebter. Du bist ja nicht safe Siebter. Vielleicht wird früher noch disqualifiziert. Punkte sind drin. Ja, das ist sehr viel Land. Ja. Aber generell, Abu Dhabi in seine stärkeren Strecken oder eher nicht so? Zweimal gefahren oder so. Irgendwie so. Ja, gut, also eher nicht. Da ist Erfahrung nicht so groß.
Nee. Und vor allen Dingen mit 20 FPS. Nein. Beziehungsweise eigentlich 80, aussehende 20. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Das machen wir die Freeze Frames oder was ist da genau deine Rechenleistung oder? Was macht da so Probleme hier? Na, eigentlich ja nicht, aber das Spiel ist halt einfach scheiße. Ah, okay. Na, darauf kann man sich einigen. Aber ich sag mal so, Sinas, also man kann auch vom letzten Platz noch den zweiten Platz holen. Hat man ja heute auch in Deutschland gesehen, ne? Warum nicht den? Ja, den ersten kann man doch auch holen, klar. Das stimmt, aber ich will ja ein bisschen so eine Ebene ziehen, weißt du, zu echt Formel 1. Ja, ich denke nicht, dass ich den ersten. Also, wie gesagt, also. Machen werde, weil Phil ist da und. Also, wenn Wolf wirklich weiterhin Zweiter bleiben sollte, dann ist es auf jeden Fall Zweiter zu werden. Okay. Also, ich denke, ich bin doch noch besser als Wolf. Ja, das wird sich dann zeigen. Rennen. Ja, wie gesagt, das kann man ja nie. Erste Kurve in der Wand. Ja. Ich sehe nicht. Das wird sich dann zeigen. So eine Kampfansage. Ja. Ich sehe mal generell auch die meisten noch relativ langsam unterwegs. Viele mit Supersofts. Galahad und Lucky sind die Ausnahme mit den Hypersofts. Bin auch gespannt, wie viele dann auf Supersofts gehen werden. Oder versuchen es vielleicht mit den Hypersofts mal eine bessere Zeit zu setzen, um mal davor zu kommen. Ja, ich kann ja gleich mir eine Taktik ausdenken, weil. Du könntest ja aussuchen jetzt noch. Ja. Gut, vielleicht regnet es ja auch. Sag mal so, ich habe jetzt immerhin genug Zeit, um auf Toilette zu gehen, was ich jetzt eben machen werde. Ja, dann guck mal, ne? Das hat auch seine Vorteile. Ja, richtig. So, 10,5 Minuten noch, 10,5 Minuten noch. Negi setzt eine 1,40, ist aber zu schlecht für eine Verbesserung. Schon jetzt hält Finn noch den ersten. Die erste Platzierung. Mit 1,36,809. Ich bin gespannt, Negi kann da auf jeden Fall auch noch was nachsetzen. Galahad kann ich halt absolut nicht einschätzen. Mal schauen, wie er die Kurven nimmt. Ja, kommt schon mal zu weiter außen da in der guten Kurve. Also in der guten Kurve, was rede ich denn? In der guten Runde. In der wichtigen Runde. Kommt weit nach außen. Könnte teuer werden auf Dauer. Kommt hier wieder zu weit nach außen. So, aktuell Negi und Galahad auf der Strecke. Quersteher und Galahad kommt aufs Gras. Und das war's dann mit der guten Runde. Können wir jetzt versuchen, vielleicht noch eine neue zu setzen, direkt danach, wenn der Sprit ausreichend ist, aber kann man nicht genau sagen. Aua! Was ist gerade passiert? Man soll die Tür vorher öffnen, bevor man durchgeht. Ich glaube, es geht die Tür gekracht, habe ich gehört. Dann ist es mal so, ich habe die Tür nicht weit genug runtergedreht. Ja, das ist belastend. So, ja, was wir auch noch nicht angesprochen haben, wem könnte es heute noch was gehen? Also man sieht auf jeden Fall, es wird ein enges Battle geben zwischen Phil und Negi. Phil aktuell noch vor Negi mit einem Punkt in der Fahrerwertung. Der Wolf muss nur versuchen, irgendwie Sechster zu werden, dann hält er den Abstand zu falscher Hase, der gewinnen müsste. Und Lucky kann noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben und könnte
Ergebnis Kosmetik. Ja, Ergebnis Kosmetik. Also können wir noch ein paar Plätze vorsteigen. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt 12 oder 3, 12 Punkte schon holen, dann ist er am Taser vorbei sogar. Bass Gaming. So, ah. Für, ja, und für Silas geht es um nichts mehr, als hätte er 3 Rennen eigentlich schon. Richtig. Ja, das ich kann man schon so sagen. Das Scheiß spielt immer noch an, ey. Warum mache ich das einfach? Naja. Warte mal, kann mich echt keiner mehr aufholen? Ich glaube, ich konnte schon zu seriösen Zeit als F19 noch nicht, glaube ich, jemand realistisch einholen von den Punkten. Oh. Das ist. Peter, was denkst du, was eigentlich nächste Season für dich drin ist in einem 19er-Teil? Für den Platz. Da gehe ich eher so YOLO ran. Aber lebt ja auch immer einmal, also. Genau. Deswegen, ja, ich gehe auch mal an alles YOLO ran, ne? Wieso werden meine. Ach, das ist doch für ein Arsch hier, ey. Hast du die Liste gerade vor dir? Die Tabelle meinst du? Ja, die habe ich. Ja. Wer ist, also Tourette ist Vierter, mit wie vielen Punkten? Tourette hat 170 Punkte und du hast zwar 32. Ach ja, wieso fahre ich nicht an? Was? Ja, und auf Legolas oder Sagittari, da hast du noch 60 Punkte. Da hast du 59 Punkte Abstand noch. Man wird noch hochboosten, kann es auf jeden Fall lassen. Warm, ey. Also ich schwitze auch, ja. Und da haben wir eine Schnittsonne vom falschen Hasen mit den Ultrasofts. 1,36,622. Ich zitiere mal kurz, ich schwitze aus allen Löchern immer. Und Phil verbessert 1,35,146 mit den Hypersofts. Aber ich finde es erstaunlich, wie alle einfach von 1 bis 5 die Hypersofts nehmen, bis auf falscher Hasen, der es mit den Ultrasofts macht. Mit den vermeintlich langsameren Reifen. Und ich habe gar keine Reifen. Kannst du ja aussuchen. Was denkst du, was eigentlich strategiemäßig drin ist? One-Stop, wollte ich halt aussagen. Wie in jedem Rennen hier. Also es ist relativ unspektakulär. Einfach immer so die zweite Hälfte des Reifen nehmen im Quali und dann einen Stop machen. Insofern ja, nicht. Die Ultrasoft, aber ich finde es ja erstaunlich, dass viele die Hypersofts dann nehmen in diesem Fall, ne? Ja, das ist relativ dämlich eigentlich. Ich weiß nicht, also ich meine, dass der Verbrauch jetzt gar nicht mal so niedrig ist, dass man noch machen könnte. Ja, gut, du fährst also, ich kann mir vorstellen, dass der Verbrauch wie auf Mexiko ist. Du fährst 3 Runden auf diesen Scheiß hat. Ja, klar, das ist schon ein Faktor, der einschlagen könnte. So, Niki auf dem 6. Platz mit 1,38,512. Noch 400 Minuten ist aktuell der Ultrasoft unterwegs und wird demnächst eine schnelle Runde fahren. Dürfen wir gespannt sein. 1,38, was ist mit dem Negi los hier? Das sieht gar nicht gut aus. Oh, ich glaube, er verbessert sich jetzt. Oder auch nicht. Wenn er jetzt erst war das hier, das ist seriöse Runde. Jetzt zeigt er uns seriöses Gameplay. Überforderung. Okay. Ich hasse dieses scheiß Menü da. Mit dem 2019er Teil nicht direkt die Reifen-Dinge angezeigt? Ja, die werden direkt angezeigt. Oh, hätten sie auch ein Zeit das musst du jetzt umstellen. Ja. Meistens mal geht lieber einen Schritt zurück und macht zwei nach vorne so. Oder Codemasters geht zwei Schritte zurück und macht einen nach vorne. Ja. Oder geht zwei Schritte zurück und noch weiter zurück. Je nachdem. Mal gucken. Ja, das stimmt. Und das ist dann der HSV. So. Mit dem Spiel allgemein 2019 ohne Patch haben die auf jeden Fall 5 Schritte nach vorne gemacht. Ja. Mit dem ersten Patch haben die auch noch einen Schritt nach vorne gemacht. Das sind 6 Schritte. Mit dem zweiten Patch haben die schon wieder 8 Schritte verloren. Dann ist Mann, dann wird die Treppe wieder zum Keller. Ey. Ja, wirklich, ey. Alles geht im Bach runter. Es ist belastend. Aber das Spiel läuft flüssig, das ist mir schon mal viel wert. Ja. 3 Minuten haben wir noch. Phil ist noch in der Box und falscher Hass. Der war bis auch aktuell gerade draußen und was macht er? Der gefällt auch in die Box, okay. Super viele fahren Hypersoft. Was ist denn los mit euch? Selbst Phil. Gut, mit den Hypersofts könnte man vielleicht auf die Supersofts gehen, um den Monster noch zu machen. Hypersoft bremst. Und Negi 1,36,063. Ja.
Okay, knapp vor Wolf. Aber wenn Phil eine Hypersoft-Runde Dingens fährt, dann. Und. Dann ist es doch nicht möglich, eine 1 zu ziehen. Aber jetzt sehen wir es schon auch, die meisten haben jetzt ja auch noch geswitcht und jetzt sind alle, bis auf Lucky und Phil, mit den Ultrasofts ihre Zeiten gefahren. Ja, nee, mit den Hypersofts. Du musst auf Beste gehen. Bei mir werden Ultrasofts angezeigt. Also Negi, Wolf, Falscher Hase und Galahad haben bei mir Ultrasoft-Zeiten. Moment. Ach so. Ja. Momentan ausgerüstet, aber die besten. Ja. So, Phil ist auf seiner Outlap. Lucky ist auf einer schnellen Runde. Outlap. Aber ist schon eine Sekunde drüber. Könnte jetzt nicht mehr die schnellste Runde werden. Richtiger Hotlap, ey. Ja, das wird bei dem Topzeit hier. Ja. Kommt zu weit auf über den Kurf und verliert weiter Zeit. Schalten wir mal weiter. Ich glaub's bald nicht. Ja, da gibt es nicht bei was. Bei mir auf den Punkt. So, falscher Hase hat nochmal verbessert auf 1:36.622, meinte ich. Mit den Hypersoft sind wir unterwegs, eine gute Zeit zu fahren, denke ich mal. Könnte heute natürlich auch, wenn er ein gutes Qualifying noch macht, hat sich noch, weil du, ich sag mal so, im oberen Bereich des Robots befindet, also mit seiner Zeit, dann könnte für ihn vielleicht sogar auch der Sieger draus springen, wenn es gut läuft. Also Galahad steht am Rand und winkt erstmal den Zuschauern. Oder das. McLaren müde, McLaren schlafen. Mit 100 auf der Bahn. Oh, herrlich. So, 40 Sekunden noch. Fährt Wolf an der Hypersoft Runde? Ich glaub schon, ne? Nee, du willst nicht. Ja, der wird halt auch. Ich denk schon, aber das ist eine Versuchung halt. Weil der ist ja jetzt gerade schon eine Runde am Fahren, wenn er noch eine Runde fährt, dann kann er das ja alles knicken, oder nicht? Er hat nur eine jetzt, das versucht das, als seine letzte wichtige Runde. Okay, da fährt er halt nur zwei Runden mit den Hypersofts, ne? Ja. Falscher Hase ist durch. Galahad hat einen Cup und von Flügel ist auch durch. Ja, fünfter Platz stand jetzt. Wer hat Lucky noch? Falscher Hase kommt zu weit nach außen und wird sich vielleicht minimal verbessern. Oh, in der Tat macht er sich doch nicht. Niemand eine minimale Verbesserung, er macht ja aber die Top-Size. 1,34 noch, was ich erstaunlich fand, dass halt noch bei 1,30 hat er extrem weit rausgekommen ist, aber den Kurve und dachte mir so, yo. Lucky macht auch noch eine Runde und. Nee, okay, oh Gott, ist Phil. Oh Gott, guck mal. So, Phil sitzt seine Zeit jetzt nach. Phil könnte auch noch mal verbessern, aber muss versuchen, na, Phil schafft's ganz knapp noch um 13. Oh Mann. Damit Phil vom ersten Platz. Negi bleibt bei dem dritten und der Wolf kann es mal versuchen, kann alles noch mal ins Wagen bringen. Ja. Dieses Kackmenü. Ach Mann, oh. Das ist belastend. Kacke. Aber ich sag mal so, dieses Menü hättest du ja auch nicht anschauen müssen, wenn du einfach keinen Unfall gebaut hättest. Wow, glaubst du, das in der Box ist besser? Ja, das ist viel besser. Ja, okay. Ja, okay. Ah, der Wolf. Könnte sich mal eine Sekunde auf jeden Fall verbessern. 1,34,9, damit müsste er, glaube ich, Dritter sein. Ist er auch, vor Negi. Da wird man gespannt sein. So, 5 Platz Quidstrafe habe ich nicht gesehen. Und dann wird Negi, denke ich mal, auf dem letzten Platz starten, also auf dem 7. Platz. Und dann werden wir mal sehen, wie das jetzt in der Endabrechnung aussieht. Also, Phil auf dem 1. Platz. Holt sich die Zeit mit dem Hypersoft. Dann der Fall Jars ebenfalls mit dem Hypersoft unterwegs, knapp dahinter. Wolf auf Platz 3, 1:34.920. Negi und Galahad folgen mit ihren Ultrasofts. Und auf dem 6. Platz Lucky und Silas, der keine Zeit gefahren ist, startet auf dem 7. Platz. Hat aber freie Reifenwahl. Ja. So spiegelt sich das wieder, so werden wir es auch gleich sehen in der Einführungsrunde. Ich hoffe, diesmal gibt es die nicht so wie in Brasilien.
Und da sehen wir uns gleich bei der Einführungsrunde. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit der Einführungsrunde. Diesmal gibt es ja auch wirklich und wir können. Wir werden 28 Runden fahren und ich gehe mal wieder davon aus, dass es keinen Regen gibt, wie bereits erwähnt. Und let's go. Okay, Sinas Project wurde disqualifiziert, alles klar. Ja, ich glaube, mehr als der erste Sektor wird für ihn heute nicht drin sein. So, dann schauen wir nochmal auf die Reifen. Da sehen wir, Sinas nimmt die Ultrasofts, geht auf die One-Stop hier mit möglicherweise einem guten Reifenmanagement auf die Hypersofts am Ende oder auf die Supersofts. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Ja, was können wir noch viel sagen? Also wie bereits erwähnt, die Aufstellung haben wir ja und wir dürfen gespannt sein, wie sich das am Start auswirkt. Genau, die erste Kurve noch links, die ist sehr spannend und dann die zweite und dritte Kurve, vor allem die dritte Kurve, die wir nach rechts gehen, wo man etwas stärker einlenken muss, wird bei höheren Geschwindigkeiten spannend zu sehen sein auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher und jetzt sehen wir auch schon, wie die Wagen hier einfahren und wenn die Wagen stehen, wird das Licht erlöschen und dann ist der große Preis eröffnet. Und das letzte Rennen im Jahr 2000 oder im 2018er Teil von Formel 1 ist damit offiziell eröffnet. Und dann geht es in 2019 mit Spannung und vielen Battles und vielen Fights weiter. Bin ich mir ziemlich sicher. So, und da sehen wir die Lampen. Wenn die Lampen erloschen sind, dann ist der große Preis von Abu Dhabi offiziell eröffnet und demnach ist es jetzt so. Also der große Preis von Abu Dhabi ist ja eröffnet. Wir sehen direkt, Phil ist auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Der McLaren-Fahrer, der ersatzweise kommt gut vorbei. Reif hat ein sehr enges Duell. Ein Teleport erstmal. Gibt Kontakte mit dem McLaren-Fahrer und dem auf Platz 4. Und McLaren rutscht weit außen, verliert Plätze. Jetzt muss sehen, wenn sie das macht, Plätze gibt. Und der Wolf vorerst auf dem zweiten Platz. Und da gab es einen Kontakt und da ist manchmal Frontflügel hinten abgeflogen bei irgendeinem Fahrzeug. Mal genauer analysieren. Also Lucky auf dem letzten Platz. Was haben wir denn hier? Also. Ja, Falschhausen macht verliert zwei Plätze, Nägel und Wolf machen dem noch einen gut und sie erstmal auch zwei Plätze gut und Gala hat verliert zwei. Das sind die Änderungen, die man hier auf jeden Fall sehen kann. So, also die erste Runde ist weitestgehend ruhig verlaufen, aber es gibt ja noch 27 Runden und der Wolf kommt jetzt sehr weit raus, verliert Zeit hier, könnte teuer werden, Negi kann es versuchen, aber macht es noch nicht, kann sich rächen auf jeden Fall und der Walter ist extrem noch dabei und Silas, der fährt auch noch auf, also das könnte hier ein enges Battle werden und Walter kommt weit nach außen, dann ordnet sich jetzt wieder ein, okay. So, Silas könnte es versuchen, an falschen Hasen vorbeiziehen, das macht er auch vorerst. Und da sehen wir auf jeden Fall wieder den falschen Hasen auf Platz 5. Aber wir sehen auch leicht, dass man ein bisschen sehen kann, dass der Wolf ein bisschen aufhält. Platz 3, 4 und 5. Ich sag mal so, wenn Phil das nutzt, kann er sich auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorsprung herausfahren. Und das würde bedeuten, dass Phil damit Platz 4 hält und Negi möglicherweise in Anführungszeichen nur 5 oder was. Das sind die Möglichkeiten, die sich hier ergeben.
Und Silas kommt extrem nah auf, versucht jetzt auch gegen Negi zu fighten, aber ja, versucht jetzt sogar wirklich in der Kurve, kommt ran, gibt den Reifen Kontakt, aber kriegt es vorerst nicht hin. Versucht sich über die linke Seite und Negi macht außen etwas mehr Platz und der Wolf kann davon ein bisschen mehr profitieren. Aber Negi lässt nicht locker, Negi fightet hier mit, das gefällt mir. Aber Silas ist vorerst, ja, also vorerst bei, okay, mit 3 Sekunden Zeitstrafe. Und da gab es die Kollision zwischen Silas und Negi und Silas vorerst vorbei. Ich glaube, der Wolf wird auch nicht zufrieden sein mit den 3 Sekunden, die er jetzt auferlegt bekommen hat. Über den Körb gekommen und dann möglicherweise die Strafe auferkoren. Kann da in der Breschung teuer werden. Okay, falscher Hasenboden, Negi. Das ist spannend zu sehen, was da abging möglicherweise. Okay, Phil inzwischen schon knapp 2 Sekunden Abstand. Der erste ist auch aktiviert in Runde 3. Und da dürfen wir gespannt sein, wie sich das auswirkt. Vor allem in Sektor 2 in der Langgeraden. Falscher Hase verliert die Kontrolle und kommt aufs Gras. Okay. Meines Wissens auch im Frontflügelschaden, wie man hier sehen kann. Jo. 5 Sekunden lange Stop-and-Go-Zeitstrafe. Ja, der falsche Hase hat die Kontrolle verloren über die Strecke und wird, denke ich mal, stoppen müssen. Das wird schwer für ihn. Also, ich glaube, hier nochmal ein gutes Comeback zu machen, so wie in Brasilien, schwierig. Also, ist jetzt schon ein schwerer Rucksack, den er jetzt auferlegt hat. So, was wir hier sehen, Silas, der. Platz 7 ausgeschaut ist jetzt im Battle mit Wolf. Kämpft um den zweiten Platz. Könnte es vielleicht sogar machen. Muss allerdings erstmal abbremsen. Die Frage ist, wie gut wird der Wolf verteidigen? Frage ist natürlich, weiß sie das jetzt von der Zeitstrafe, die der Wolf hat? Das ist die Sache. Und der Wolf kommt weit nach außen und sieht das Muster bremsen. Und da gibt es enge Bette, da gibt es sogar den Kontakt. Meine ich, dass es den Kontakt gibt, damit er wieder ein Quersteher und verliert Zeit. Das kostet Zeit und kommt sogar mit Silas in Berührung. Silas muss auf den Kurve wieder gehen und kommt extrem fern, ist nur auf den Kurve und ist in der letzten Kurve zu weiter hinten. Versucht es über die Inside reinzuziehen. Berührt wieder, aber noch gibt es keine Schäden am Fahrzeug. Faszinierend. Also müssen sie beide aufpassen. Vielleicht Silas muss vielleicht mehr Konzentration haben, mehr Geduld haben gegen Wolf. Ja, die Art kann er es auf jeden Fall machen. Und Phil ist auch eins holen eigentlich. 4 Sekunden ist jetzt nicht die Welt. Und sie ist halt neuere Reifen. Er darf sich so und jetzt hat schon wieder den Quersteher. Also das fällt mir massiv auf bei ihm, dass er seit Brasilien gefühlt immer wieder diese Quersteher hat. Er dreht noch die Reifen durch und ich denke, jetzt wird sie das vorbeiziehen. Kommt DRS und normalerweise müsste die Messe da gelesen sein. So ist es, denke ich mal, auch. Oder ist es noch nicht? Ja. Silas behält die Position. So, die Frage ist noch, kann der Wolf vielleicht zurückschlagen? Hat die schnelleren Reifen eigentlich? Aber hat er auch die nötige Pace dafür? Und man sieht ja, die Reifen drehen durch bei ihm. Das macht es definitiv nicht leicht. Gut, der Fahrer auf Tastatur. Das ist noch ein anderer Faktor. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Quersteller. Da sieht man schon wieder, was er einen hatte halt. Und hier hat er wieder einen gehabt. Ich weiß, ob das auf Dauer gut geht. Wir sehen, Silas hat den Abstand auch wieder um beides geht egalisiert. Natürlich, Silas mit Ultrasoft unterwegs. Aber XC Hypersoft zum Film müssten eigentlich schneller sein von der Sache her. Also eigentlich. Können wir mal schauen, wie das dann bis zum ersten Boxenstopp-Fenster aussehen wird. Denke ich mal, könnte in 4-5 Runden kommen langsam. Falscher Hase war jetzt auch in der Box schon, was ein bisschen untergegangen ist und falscher Hase geht auf Ultrasofts.
Ich denke mal, wird nochmal stoppen müssen dann, gegen Ende des Rennens. So, und da ist ein Abu Dhabi warm ist, werde ich ihm erstmal einen kräftigen Schluck Wasser gönnen. Denn ich brauche halt die Gefühle, die echte Simulation, denn in Deutschland ist es halt genauso warm gerade gefühlt. Ich könnte sowas nicht auch rauscutten, aber da ich zu faul für sowas bin, mache ich das nicht. Ist jetzt langsam ein DRS-Fenster, ist er auch jetzt. Jetzt können wir auf Stadt Silas DRS bekommen sogar. Für Silas. Im letzten Rennen, im 2018er Teil, im letzten Rennen der Saison. Das Ende. So, eine halbe Sekunde. Und man sieht ja schon, Silas hat die schnellere Pace. Er kann Phil aktuell nicht so viel entgegensetzen. So, Silas versucht's und Silas wird's, denke ich mal, auch machen. So sieht's aus. Na, auch nicht, nee. Fehleinschätzung, da gab es einen leichten Kontakt wieder mit einem anderen Fahrzeug, in dem Fall Phil, und so wie ich weiß oder so wie ich es gesehen habe, denke ich mal, wird es da keinen Schaden gegeben haben für beide Fahrzeuge. Aber sie hat es über kurz oder lang doch auch gemacht, also Überholmanöver. Ist jetzt wieder vor Phil. Und wir haben jetzt schon einen guten Teil geschafft, in der Runde haben wir es schon im Viertel der Strecke auch. Dann sehen wir uns langsam in der Nähe des ersten Boxenstopp-Fensters. Soweit ich erkenne, Frontflügelschaden erkenne ich vorerst nicht bei ihm. Bei Phil. So, Negi, 3,7 Sekunden. 3,5. Arbeitet es wieder an den Wolf. Gut, durch die Zeitstrafe ist er sowieso jetzt 0,3 Sekunden hinter ihm, aber er schafft es auch in Echtzeit, also in der realen Fahrzeugsentfernung. Die Strecke auch schon in der echten Formel 1 in mehreren Jahren auch schon meistens letzte Saison dann der 2010, die war jetzt halt Bimplotzer gefahren. Ja, früher war Brasilien auch lange Zeit das letzte Rennen der Saison. Aber inzwischen ist es meistens einfach Abu Dhabi. Negi fährt erstmal geschmeidig über den Gürf. Aber ist dran. 1,7 Sekunden. Hat die 2 Sekunden rausgeholt. Na, für Neke und Fink, denke ich mal, geht es heute am meisten noch um etwas. Ich kann mal schauen, wie es in der Konstrukteurs-WM aussieht. Ja, was sehen wir denn da? Da sehen wir nicht mehr viel. Was ist dann jetzt noch machbar ist. No, eigentlich ist nichts mehr. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Um mal eben Andreas zu zitieren. Was aber erstaunlich finde, bisher ist noch keiner rausgeflogen, hat man in Brasilien nicht so. Da haben auch nur 4 Fahrer im Ziel am Ende. Thank you.
So. Ah ja, ist immer um 2 Sekunden Bereich, also Migi muss schon noch ein paar kleine Sachen ändern. Allerdings, sein ERS sieht noch sehr gut aus. Das von Wolf ist allerdings auf einem gleich hohen Niveau. Da fühlt sich etwas mager aus, bei sie das auch. Migi nimmt erstmal das DRS-Schild mit. Versucht in seiner Ideallinie vielleicht das perfekt zu nehmen. Und dann muss eben auch mal das DRS-Schild weg. So, dann jetzt schauen wir halt Negi zu. Wir können mal schauen, was es sonst noch so auf der Strecke gibt. Da sehen wir Phil. Geht als zweiter Fahrer in die Box, aber als erster beim regulären Boxenstopp-Fenster. Da können wir mal schauen, worauf Phil geht. Phil geht auf die Superstopp, Phil macht einen Monster. Kann von Erfolg gekrönt sein, wenn er keinen Fehler macht. So, 9 Runden. 9 Runden haben wir schon. So was bei einem guten Drittel ungefähr. So, Negi immer noch in demselben Bereich und Galahad, 3 Sekunden Zeitstrafe. Könnte am Ende vielleicht nochmal wichtig werden, wenn der falsche Hase nochmal auf Platz 6 kommen. Könnte in die Nähe des 6. Platzes. Ich finde es erstaunlich, wie Negi jedes Mal so weit nach links fährt. Gut, vielleicht ist es auch die Ideallinie, aber wie krass es halt macht. In den letzten Runden nur wieder über den Körb gekommen dort. Was natürlich auch Zeit kosten kann, wenn man es nicht ideal macht. Und in dem Fall geht das noch, aber an manchen Stellen bei der Strecke wird es schwierig. So, 1,5 Bereich. So, wenn man eine Sekunde aufhört, ist am DRS-Fenster. Ungefähr so. Muss ja unter einer Sekunde sein, aber ja. So, was sehen wir denn noch? Phil. Phil kämpft jetzt gegen Lucky. So, Phil muss sich konzentrieren und darf keine dummen Fehler machen beim Überholen. So, ich stehe mal, da wird es auf Stotzi auch das Überholmanöver geben, normalerweise. Lucky bremst etwas früh ab, Lucky kommt weit nach außen und Phil überholt meines Wissens vorher. Nee, noch nicht. Hat die Perspektive, aber Lucky bremst früh ab und Phil kann das gerade so noch schaffen auszugleichen. So schafft es gerade so noch. Jetzt hat sie vielleicht einen Frontflügelschaden gegeben und Lucky verliert erstmal kurz die Kontrolle. Muss aufpassen mit dem Fahrzeug. Okay, falsche Hase raus. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Keine Ahnung, was da passiert ist. Jedenfalls sehen wir hier von Toro Rosso. Punkteverlust. Phil wieder Vierter. Und Negi ist nah dran. Negi gegen Wolf. Das wird auch ein enges Battle. Negi versucht es jetzt. Negi hat die Pace. Aber Negi ist außen. Die Frage ist, macht Negi. Also okay, Wolf bleibt hinter, aber. Na okay, macht er. Negi macht's. Negi sitzt weiter 18 Sekunden hinter Sivas. Das ist ein ordentlicher Abstand. Allerdings, Silas muss noch mal gehen, nämlich in die Box. Das bleibt Negi auch nicht erspart, der muss auch noch mal gehen. Was wir sehen noch, ja, die Hypersofts, also von Lucky und von Wolf sind die Hypersofts auf jeden Fall am Struggeln und der Wolf geht jetzt auch in die Box nach 9, noch 11 Runden. 10 Runden genau gesagt. Und da sehen wir schon bereitstehend die roten Reifen. Das gibt auch hier den One-Stop.
Lucky kommt wieder, nicht Lucky, Phil kommt wieder über die Kurbs. Da kann man auch mal schnell die Kontrolle verlieren, wenn man sich da ein bisschen unglücklich anstellt. Aber noch ist nichts passiert. Gut, vielleicht beim falschen Hasen. Okay, Galahad ist raus. Galahad ist raus. Möglicherweise ein Unfall, aber ich hab's nicht, leider nicht gesehen. So, Silas fährt die Runden hier locker zu Ende. Also, gehe ich mal von aus. Das wäre ja jetzt nicht so weit vorne. Muss man nicht noch den Stop machen. Also wie ein Negi auch, der wird, denke ich mal, safe vor Phil rauskommen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit klar, dass Silas vor Phil rauskommen wird. Aber er hat dann ein paar Runden Zeit, genauso wie ein Negi. Die beiden sind ja mit den Ultrasofts doch ganz gut dabei, können wir ein paar Runden fahren. Wenn sie vielleicht Reifensport machen hätten, könnten sie es vielleicht auch schaffen, eine One-Stop zu machen mit Hypersofts noch. Ist eine gewagte These, aber wenn es klappt, ist es erfolgreich. So, ich glaube für sie ist das sogar der vierte Win dieser Season. Sie hat das gewonnen in den USA meines Wissens, in Österreich gewonnen. Was gab es noch für Strecken, wo er mitgefahren ist? Mexiko gewann er auch, ja. Wäre meines Wissens sein vierter Win. Japan hat er nicht gemacht. So, Silas geht jetzt auch in die Box. Nach 113 macht er auch den One-Stop mit den Supersofts. So, wie lange hält Negi noch? Okay, Negi geht auch rein. Wird auch den One-Stop mit den Supersofts machen, aber hat erstmal Probleme mit dem Körper und kracht fast noch gegen die Wand. Oh, haben wir was verpasst. Der Wolf hat Lucky überholt. So, Negi macht mal seinen Stop und ist jetzt Stand jetzt 5. Allerdings, Lucky und der Wolf müssen auch noch an ihrer Boxen. Ja, der Wolf muss nicht mal an seine Box, aber okay. Lucky muss sich ja nochmal an seine Box. Da habe ich einen Anzeigefehler. Das hat mir auch gehabt, dass der Wolf drin war. Das war eine falsche Wahrnehmung von mir in diesem Fall. So, 13 Runden, also noch 15 Runden, wir sind jetzt bei der Hälfte und Negi ist an Lucky dran. Okay, Lucky kommt extrem weit raus, Negi kann das natürlich nutzen und Negi macht das auch. Da habe ich Lucky im viel Freiraum. Das kann man auch schon fast geschenkt nennen, sowas. Das Rennen, was er sich so ideal vorstellt. Da liegt möglicherweise auch daran, dass er vielleicht kein passendes Setup hat für die Strecke oder die Strecke eben generell nicht so liegt. Es gibt ja generell viele Fahrer, die diese Strecke eher nicht so mögen.
So, Silas, 8 Sekunden im Vorsprung auf Phil. Okay, Lucky hat einen leichten Querstier auch hier. Muss aufpassen, wenn er in die Highspeed-Kurven kommt. Nicht, dass er gegen die Wand kommt. Das kann schnell mal drüber enden. Nimmt den Pöller auch mit. So, genau, das ist immer auch hier ein relativ aufgesplittetes Feld. Man sieht ja in Abständen, das sind immer auch die Stewards. Und ja, Strategien sind, soweit es geht, erstmal alle durchgefahren. Bis auf Lucky, der nochmal gehen muss. Okay, ihr seht das jetzt hier, eine 1.39.054 mit den roten Reifen. Mit den Supersofts. Ich bin mal gespannt, was hier noch geht für die einzelnen Fahrer. Allerdings, alle haben ihre Strategien durch. Es wird nur noch bis zum Ziel gefahren. Gut, das wird immer, aber Frage ist, welchen Input hat er jetzt noch? Also wie krass ist der Input? Natürlich, wenn jemand selbst einen Fehler macht, dann sind wir nochmal im Battle, aber sonst wird das hier eine zähe Nummer werden. Es bleiben noch anstrengende 13 Runden dann zum Zuschauen. Am nächsten. Kann den Wolf kriegen eigentlich von der Zeit her und von der Grundpace. 4 Sekunden ist immer noch machbar. Gut, 9 bis 12 Sekunden auch im Zwangsfahrer, da musst du schon klar besser sein. Und Lucky geht es auch an seine Box. Und die schrauben Ultrasofts. Okay, dann schafft mir den Ultrasofts. Könnte mal ein kleiner Boost sein für ihn. Frage ist 42 Sekunden, das ist schon ein ordentliches Brett und da braucht man schon mehr als Ultrasoft-Reifen gegen Supersoft-Reifen. Da helfen nicht mal Hypersoft-Reifen, da braucht man ganz andere Reifen. Oh, Negi Silas verbessert. 1,38, 1,33. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aktuell sehen wir bei Negi auch, der macht jetzt nicht wirklich Zeit gut, er macht auch Fahrfehler, die in meinen Augen auch vermeidbar sind. Zeit. Und vielleicht macht es aber einfach gut. Das ist auch eine Sache. Dann schauen wir mal auf die Reifen und da sehen wir, die Reifen von Wolf sind natürlich nicht neu, aber eigentlich kann ich daraus gar nichts schließen. Ich kann nur sagen, dass die Reifen von Nege und sie das gleich alt sind und viel wesentlich ältere Reifen hat. Mehr kann ich leider nicht daraus schließen. Quersteher wieder, aber kann sich fahren. Muss wirklich aufpassen auf Dauer. Aber das habe ich auch schon 10-mal gefühlt erwähnt und ja. So, genau, eine neue Season. Können wir auch mal ein bisschen reden. Plötzlich Formel 1. Das wird wieder nicht wie erst spekuliert mit Formel 2 Cars oder Custom Cars gefahren. Wir haben mit den klassischen Formel 1 Teams gefahren. Also sprich Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault, Williams. Die ganzen Standardteams halt. Und wir haben 20 Fahrer halt dann und wir bleiben, wir gehen, das ist noch nicht endgültig, ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele, bei denen ich weiß, dass sie bleiben und dann gibt es halt auch Leute, wo ich weiß, ja, die werden nicht mehr mitfahren. Der Wolf. Sehr erstaunlich, wie er sich das mal macht, aber die Querstelle kann er bewältigen. Yeah.
Vorsprung der Abstand von Phil auf Wolf inzwischen auch bei 11 Sekunden und ich stehe mal ganz ehrlich, 11 Runden, das ist zwar eine wahre Prognose, aber ich glaube, hier wird sich generell nicht mehr viel ändern. Ich kann mir halt vorstellen, nur, also durch eigene Panzer könnte sich natürlich noch was ändern, aber ich gehe mal davon nicht aus. Was ich wovon vielleicht noch ausgehen werde, ist halt vielleicht, dass Wolf mit seinen, meine ich, älteren Reifen als die von Negi Probleme bekommen könnte. Dass dann langsam mit Negi das vielleicht gegen Ende des Rennens ausnutzen könnte, aber stand jetzt sehe ich dann nicht viel mehr Potenzial. Und Negi fährt die eigentlich eher gleiche Zeiten, wenn ich so mir mal schlechter gefühlt. Entschuldigung. Ja. Ich sehe das auch schon ein bisschen vorhin, war das Licht ein bisschen, also die Tageszeit noch nicht so fortgeschritten, da war es auch noch heller, jetzt ist es schon ein bisschen dunkler, da sieht man auch schon mehr den Abend. Ich meine, hier gibt es auch Feuerwerk am Ende des Rennens. Dann sehen wir mit Knallen den Abschluss der Saison. Dann ist es over, dann ist die Season rum. Bisschen auf Sinas schauen, wie er so die Kurven nimmt. Wird nächste Season auch wieder dabei sein. Genauso wie Wolf und Negi. Haki auch. Grounds, Taser. Ihre Velas ist immer so der grobe Kamera, da halt vielleicht gibt es minimale Wechsel halt. Aber ich bin auch gespannt, wie dann die neuen Teamkonstellationen aussehen, mehr mit wem in einem Team geht. Bei uns ist es halt nämlich so, dass die Fahrer in der Einzelwertung von Platz 1 bis 10 ihre Teammates picken dürfen, allerdings diese nur aus der zweiten Tabellenhälfte sein dürfen. Also der erste darf dann zum Beispiel irgendein anderes picken, der in der zweiten Hälfte ist. Und das geht einfach nur platzieren, wenn es der als 10 ist, kriegt den letzten Spieler, der noch möglich ist. So ähnlich läuft es dann mit den Fahrzeugpicks. Fahrer 1 kann dann bestimmen, welches Team er unterstützen möchte. So, schauen wir mal Phil zu. Langsam in die Crunch-Time. Zwei Runden und starten dann die letzten 25% prozentual gesehen des Rennens. Schauen, wenn es bleiben würde, also auf jeden Fall wäre dann entschieden, wer vorne ist, wer den vierten Platz nimmt, und das würde in dem Fall Phil sein, Foto zu retten, aber Negi wird dann, wenn es bleiben mag, auch aufschließen auf Platz 5. Herr Wolf hat noch ein paar Punkte sammeln fürs Selbstbewusstsein, genauso wie bei Lucky, weil Lucky kann immer noch ein paar Punkte holen und sich in der zweiten Tabellenhälfte etwas vormogeln. Ja. Wenn es dabei bleiben soll, dann haben wir dann das Ende auch. Bei Sinas ändert sich nichts mehr, außer dass er auch ein bisschen Ergebniskosmetik betreibt und ein paar Punkte mehr hat. Ja. Thank you.
So, da sehen wir mal die Frontflügelansicht. Auch eine spannende Ansicht, wie ich finde. Ja, apropos Ansicht. Nächstes Jahr dann gibt es auch wesentlich mehr Replays, weil im Online-Modus wird es dann so sein, es gibt nur dieses Link-System, dass jeder sein persönliches Highlight-Video bekommt. Also vom Game selbst, und dann kann man dann die Szenen sehen, und wenn irgendwelche Unfälle oder Crashes sind von irgendwelchen Fahrern, die rausgeflogen sind, die kriegt man dann immer als Replay. Ist saugut, finde ich, in meinen Augen. So, nee, im 6 Sekunden Fenster. Da sehe ich auch kein wirkliches Potenzial mehr dahinter, dass da noch was werden könnte in den letzten 7 Runden. Regen wird das definitiv auch nicht mehr kommen, und ja, eigentlich gucken wir noch ein bisschen Revue passieren diese Saison, die ersten 7 Runden. Also ich fand persönlich, Frankreich war ein Highlight der Saison, also zumindest in der Liga, im echten, Vormeins glaube ich eher weniger, aber hier war es okay. Ich fand Ungarn nicht schlecht als Rennen, auf jeden Fall mit dem Safety Car und den Kollisionen und den Battles. Belgien fand ich auch sehr interessant mit den Bugs. Es kommt da schon einige Rennen, die ich auf jeden Fall nicht schlecht fand. Und ziemlich eines der Flop-Rennen würde ich eher schon fast sagen, das war USA, war für mich eher einer der Flop-Rennen, also von Interesse an der Spannung. Und jetzt geht nochmal in die Box, okay. Okay, fährt jetzt nochmal mit den Hypersofts. Okay, will vielleicht nochmal eine neue persönliche Zeit setzen und gibt den Sieg absichtlich her. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder wir einfach mal ein Battle haben oder ein Fight. Finde ich cool. Wo ich den Sinn noch jetzt nicht ganz gesehen habe. Es sei denn, er hat irgendwo einen Schaden gemacht, den ich nicht gesehen habe an seinem Fahrzeug. Könnte natürlich auch sein, da kann man mich dafür auch blamen. Das sehen wir gleich mit den Hypersofts ein, wo man dagegen ist. So, ja, das sehen wir es auch. Sieht also, denke ich mal, in den nächsten 3 Kurven dann auf der Geraden, wenn ich mal das Mohrmanöver versuche. Gehe ich stark von aus, also das ist für mich in meinen Augen eine logische und sinnvolle Variante, ob da in den Schikanen. Wobei, vielleicht nicht damals Schikanen, oder nach der Kurve dann, also nach der Geraden dann links, diese Links-Rechts-Kurven. So, und dann macht sie das, denke ich mal, auch. Jo, das macht er auch vorerst, ja. So, sie das wieder vorne. Der Wolf nach wie vor. 7,5 Sekunden, inzwischen wird es schon langsam mehr. Beachtlicher Vorsprung. Bei 6 Runden. Bei Spanien fand ich auch noch sehr kurios von der Sache her. Seine Ferrari-Piloten, dann wird der Sprit ausgegeben auf das Startziel. Das war schon krass. In der letzten Runde, und sie, dass das Ding aufs Podium kommt. So, 5 Runden.
So, 5 Sekunden. Silas, mach mal schon die Zeit gut, was man sehen kann mit den deutlich besseren Reifen. Ich glaube, das habe ich schon mal als auch Challenge gesehen. Was ich wirklich beachtenswert finde, also Respekt, wenn er das macht. So, 3 Sekunden. Die Zeit schmilzt. Aber Negi, so, das ist auch noch eine Sekunde gut gemacht, aber das wird nicht mehr reichen. Also das pendelt sich dauerhaft nicht ein. So, 1,9 Sekunden. Und da ist er im Sekundenbereich jetzt. 4 Runden vor Schluss. Ja, da dürfen wir mal gespannt sein, wie sie das machen wird mit seinem Bohrmanöver. Phil macht auf Herr Platz und zieht das wieder auf Platz 1. Alles war ein fetter Leck. Und hier geht es wieder um 7 Sekunden Bereich beim Wolf. So, 3 Runden vor Schluss. Dreimal geht es noch rum und dann ist es vorbei mit der Season. Ich fand auch, was ich auch spannend fand, war das Singapur-Rennen mit Dauerregen. Das war auch spannend. Oder das Monaco-Rennen. Beide Stadtkurse mit Dauerregen. Das fand ich auch krass. Deutschland war auch cool. Ja. So, da sehen wir auch Phil, also wieder 3 Sekunden hinterher. Silas hatte auch eigentlich kein Problem mit, so mit den Hypersofts. Da ist es auch nicht wirklich schwer, Zeit gut zu machen. Weil man bedenkt, dass die Reifen von Phil inzwischen auch gediehen gesagt 16 Runden alt sind, dann wird das auch keinen Groß mehr verwundern. Nur 9 Sekunden zwei Negi. Sehe ich das richtig oder regnet es da wirklich? Also ich kann es gerade schlecht sehen, aber... Okay, das war krass, aber ich glaube es bald nicht. Runde 26. Wir dürfen uns nächstes Jahr auch wieder eigentlich auf den gleichen Rennkalender freuen und... im 9.9. Form 1 zu nennen, das nächste rauskommt in Form 1 2020, werden wir dann auch mal wieder komplett neue Racetracks betrachten. So heißt komplett neue Sunford, ist halt mit ihrem Rework drin. Das 85 zuletzt, Hanoi. Das war das erste Mal, doch mal auch gespannt sein. Ja. Möglicherweise ohne Mexiko oder ohne Deutschland oder ohne Spanien.
weiß noch nicht draußen, wie das am Ende aussehen wird. Und Silas jetzt auch schon mit dem Büro unten gegen Lucky. Das macht das noch in den letzten zwei Runden der Saison. Welchen Sinn hat es noch? Welchen Sinn? So, schau mal, was Lucky hier machen will, aber. Ah, da ist ja schon die Blue Flag. Lucky muss also schon direkt Platz machen. Das macht Lucky auch und damit ist das Überholmanöver vorbei. So, Nick inzwischen 10 Sekunden, da wird sich auch nichts mehr ändern. Also, große Überraschung blieb aus, bis auf der überraschende Stop von Silas, aber immerhin hat er überhaupt mal was gebracht zum Erzählen. Ah ja. Aber ich freue mich wirklich schon auf neue Season, dann wieder mit Australien, wieder mit 20 Ver- okay. Negi erstmal, nicht Negi. Silas hat einen kleinen Kontrollverlust, kommt aufs Gras und kollidiert fast noch mit Lucky. Das hätte nochmal alles geändert. Zumindest für viel, also. Rein Statistik für Punkte mir jetzt für Negi nichts mehr gebracht. Weder Konstrukteursmehr technisch noch Fahrer technisch. Naja. Da kam man mit dem Schrecken davon. So, und jetzt geht's in die letzte Runde der Saison für Silas. Und weil es so schön ist, ohne Overlay. Einfach so. Okay, Lucky macht über Platz und Silas darf die Saison beenden als Sieger höchstwahrscheinlich. Von Platz 7 ausgestattet, Platz 1. Das ist eine starke und respektable Leistung auf jeden Fall. Soll gewürdigt werden und. Okay. War ich gerade sehr ein bisschen irritiert gerade von der Ansicht. Da gibt es einen Kontakt mit Lucky. Lucky kracht sie das hinten drauf und da werden Teile verloren und. Kollision. Ich weiß nicht, ob das jetzt just for fun war, ob es abgesprochen wurde, ob es wirklich ein Unfall war. Hätte sie das möglicherweise das Rennen gekostet. Wir haben es noch nicht vorbei, also. Okay, Lucky hat sich gerade selbst aus dem Leben zerstört damit. Ist damit gegen die Wand gekommen. So, haben wir bei der Seite jetzt gerade gesehen. So, die Lichter leuchten auch. Die Lichter vom AT-Hut-Gebäude und das Feuerwerk wird auch gleich kommen, da hinten leuchten die Gebäude auch blau und Negi wird es in die Startziel, nicht Negi, was sage ich mit Negi, Silas wird es in die Startziel reinkommen und Silas wird der Sieger werden vom großen Preis von Abu Dhabi und da leuchtet das Licht und Glückwunsch an Silas. Das Feuerwerk kommt und damit haben wir unseren letzten Sieger der Saison. Glückwunsch Silas. So, Phil nochmal 3 Sekunden Zeitstrafe. Phil beendet auch. Bei Wolf ist auch Schluss und Negi ist der letzte Fahrer, der noch gewartet wird in der Saison. So, das haben wir dann auch. Ja, das war's dann mit der Saison. So schnell geht's. Ja. So, dann sehen wir auch das letzte Mal hier nochmal das Podium. Glückwunsch an Silas, Phil, souverän gefahren. Platz 4 behauptet in der Berechnung und der Wolf belohnt sich mal mit einem Podium. Negi schaut in die Röhre. Lucky schafft es nicht zu Ende zu fahren. Weil Jaas hat kein Toprennen. Hat seine Chance vergeben, aber egal. Das war's dann.
So, da sehen wir uns gleich auch alles schwarz auf weiß, wie das jetzt am Ende in der Endabrechnung aussehen wird. Und da haben wir die Endabrechnung im Feuerwerk beim großen Preis von Abu Dhabi im Hintergrund. Also, Sina ist auf Platz 1, sichert sich vom letzten Platz ausgestattet den ersten Platz. Phil, Platz 2 am Ende, auch mit Zeitstrafen, aber die haben nichts mehr ausgemacht, genauso wie der Wolf. Platz 3, Negi auf dem vierten Platz, Lucky hat es nicht ins Ziel geschafft, genauso wie Galahad und Falscher Haslam ist auch nicht ins Ziel geschafft. Gibt nochmal Punkte für Lucky, bringt das einen Platz unter Bass Gaming und kommt dann Levi und Kian vorbei. Ja. So, Tabellen werden jetzt auch noch mit eingeblendet beim Reden, wie es am Ende denn wirklich aussieht. Und dann haben wir das. Schalten wir jetzt nochmal ein letztes Mal, ein allerletztes Mal in dieser Saison zu den Interviews. Und das machen wir auch bis gleich bei den Interviews. Hallo. Also, im Interview Negi. Negi Platz 4. Ja. Hat am Ende es leider nicht geschafft, an Phil vorbeizukommen, also aus Sicht von Negi. Negi, woran hat es gelegen? Pace ist nicht da. Ich muss mir neue Pedale irgendwie kaufen oder die reparieren. Ich habe immer noch seit USA sozusagen einen, ich weiß auch nicht, wie man das nennen kann, aber das bremst irgendwie für mich automatisch halt so ein klein bisschen, ohne dass ich aufs Bremspedal gehe, und dadurch verliere ich halt 30 km/h auf den Straights. Okay, es kann auf jeden Fall Zeit kosten und auch die Pace wegnehmen. Ja. Generell Abu Dhabi, was war bei deiner Strecke? War das generell eine deiner stärkeren oder eine deiner schlechteren Strecken? Schlechteren Strecken. Okay. Ich finde die Strecke auch nicht so sonderlich toll und okay. Das Layout gefällt mir auch nicht. Würdest du zusammenfassend sagen, dass du zufrieden bist mit der Saison, oder denkst du, es war wesentlich mehr drin? Hätte mehr drin sein können, aber ich bin trotzdem zufrieden. Okay. Was denkst du, was nächste Season drin ist? Im Bereich. Boah, ganz schwer zu sagen. Man muss ja auch erstmal noch mit dem Game wieder einfinden. Und ich muss das Problem mit meinem Bremspedal lösen und dann mal gucken. Okay. Was war eigentlich dein Season-Highlight diese Saison? Hattest du ein besonderes oder? Kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. Okay. Alles klar. Ich wünsche dir damit noch einen schönen Abend und viel Glück für die neue Season. Ebenfalls. Dankeschön. Ciao. Tschö. Ciao. Hallo. Also im Interview jetzt Phil. Phil sichert sich den vierten Platz am Ende der Saison. Phil, dein Statement zum Rennen. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hatte, glaube ich, nicht die ganz richtige Strategie. Also da hatten wir auch im Qualifying eine Diskussion drüber, ob man Hypersoft Supersoft fahren kann oder ob man Ultrasoft Supersoft fahren muss. Ich habe dann die Hypersofts genommen, es ging auch. Aber da wir so wenige waren, wäre, glaube ich, die etwas schlechtere Startposition halt wert gewesen, weil dafür die Reifen halt besser sind. Mhm. Deswegen hatte ich da gegen Silas keine Chance, aber ich war dann trotzdem komplett zufrieden. Okay. Würdest du sagen, Abu Dhabi war einer deiner stärkeren oder einer deiner schlechteren Strecken? Eher schlechter. Okay. Also ich sehe das immer so, ich übe viel im Zeitfahren. Ja. Und dann gucke ich immer, also dann sehe ich halt auch mal, was Tourette und Silas und so gefahren sind und Negi. Und da hatte ich starke Schwierigkeiten, an deren Zeiten ranzukommen. Okay. Und deswegen war es auch ganz glücklicher Zufall, dass Negi heute auch irgendwie ein paar technische Probleme hatte und deswegen nicht so schnell war. Ja. Also Abu Dhabi eher nicht so meins. Okay. Würdest du sagen, du bist zusammenfassend zufrieden mit der Season, wie sie gelaufen ist? Ja, also ich glaube, mehr wäre nicht drin gewesen. Eigentlich wäre ja auch, Tourette vor mir gewesen, wenn der noch mitgefahren wäre jetzt am Ende. Mhm. Dass ich halt vor Negi bin, war so mein Ziel. Ja. Und da bin ich dann auch voll komplett zufrieden gegen Ereville, Lars und Silas. Okay. Habe ich erstmal keine Chance. Und ich glaube, Tourette und ich sind etwa auf dem gleichen Level. Ja. Was war eigentlich dein persönliches Season-High, wenn du eins hattest oder hast? Also Rennen, denke ich mal, Russland, weil das einzige Rennen ist, was ich gewonnen habe. Mhm. Das war ganz cool. Ja, ansonsten gab es immer mal coole Momente, irgendwie spannende Überholmanöver und so, aber da fällt mir jetzt spontan nichts Spezielles ein. Okay.
Gut, dann. Also ja doch, meine Starts waren häufig ziemlich gut. Da habe ich dann viele Leute geholt. In Spanien zum Beispiel. Ja, Monza meine ich auch, oder? Ja, Monza auch, genau. Das wäre noch sowas. Aber das Rennen allgemein Russland bei mir. Okay, na dann. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Glück, wenn du bei der neuen Season dabei bist, oder generell viel Glück für die Zukunft. Ja, danke. Jo, ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Also im Interview, Silas, beim letzten Interview der Season. Silas, haben wir gewonnen? Dein Statement zum Rennen? Ja, war ganz lustig. Ich habe mir dann nochmal 7 Runden verendet, meinen Frontflügel angehauen und sonst. Habe ich gesehen mit den Hypersofts. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, da war ich nicht mehr aktiv drin. Ich so, machst du das als Challenge, mal eine gute Zeit zu holen, dachte ich mir, aber dem war wohl nicht so. Ja, ich hätte auch durchfahren können, aber ich wollte dann nochmal eine schnelle Zeit fahren. Achso, okay, auch, ja. würdest du sagen, es gab auch glückliche Umstände, oder würdest du sagen, du bist komplett zufrieden mit dem Rennen, dass du vom letzten Platz auf Platz 1 noch gekommen bist? Ach nö, das war ganz cool noch. Also, ja. Ich fand es gut, so wie es war. Okay. Also. Bist du zufrieden mit Platz 3 diese Season in der Berechnung? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich würde sagen, gegen die beiden Oberen hätte ich eh keine Chance. Nach unten hin wäre immer gegangen, aber habe mich wohl ganz okay durchgeschlagen. Okay. Was war dein persönliches Season-High, wenn du eins hattest? Oh shit. Das Duell mit Zertoret auf Spanien. Auf Startziel meinst du? Oder in Spanien, ja. Wo der Sprit ausgeht. Das war sehr lustig. So ein Duell hatte ich in der ganzen Season nicht mehr. Oh ja. Da musst du nach Slalom fahren. Ach, das war schön. Ah. Ja. Was denkst du, was nächste noch Spaß gemacht hat? Was denkst du, was nächste Season noch, was nächste Season wirklich drin ist? Im neuen Formel 1? Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie gut die anderen neuen Zugänge jetzt doch sind. Aber sonst würde ich doch schon sagen, dass ich wieder so Dritter, Vierter werden könnte. Okay. Ist auf jeden Fall drin. Möchtest du noch irgendwas am Ende sagen? Am Ende der Saison? Kannst du irgendwie versauen oder irgendwas machen? Jetzt, keine Ahnung. Ich hab schon im Kopf, das sage ich aber nicht. Das wäre ein sehr lustiges Zitat, aber egal. Nein, ich sag's nicht. Ja, dann, okay. So, dann war's das nochmal mit der Season jetzt. Hat mir Spaß gemacht? Ja, endlich stimmt's. Endlich den Scheiß, den ich dann wieder mehr. Das war das Erste, was ich gerade gemacht habe. Ja, also erstmal weg mit der Scheiße, okay. Ja, wie gesagt, mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich mache das jetzt so statementmäßig, mache ich es einfach mit beim Interview. Ja. Man sieht sich dann im neuen Formel 1 dann wieder. Ich denke schon. Season. Vielleicht mit neuem Co-Kommentator wieder, muss ich schauen. Und ja. Der andere will jetzt selber fahren. Ja, mal schauen, wie lange das geht. Vielleicht fährt er selbst wieder und kommentiert er dann auch wieder ein paar Rennen. Ja, mal gucken. Da, wenn er zu spät kommt, kann er kommentieren. Ja, mal schauen. Ja, ich freue mich auf die neue Season. Die alte Season hat Spaß gemacht, aber ist es auch endlich rum und. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll am Ende, aber okay. Ja, ich weiß, ich bin mega spontan, weißt du, ich bin richtiger Profi, was das angeht. Scheiß Season Ende, gute Season kann kommen. So, jetzt Feierabend, ich schwitze, es ist warm in meinem Zimmer. Ich schwitze aus allen Löchern. Jo, also. Gut, Silas, ich wünsche auch viel Glück für die neue Season und ich mache jetzt hier Schluss. Ja, danke. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Jo, danke. Ciao. So, tschüss.